Es geht schon wieder los. Also, man merkt es, wir sind ein bunter und ein bisschen verrückter Schlager-Zirkus. Und in dieser wunderbaren Schlager-Familie begrüßen wir jetzt ein neues Mitglied. Vor ein paar Wochen haben die Fernsehzuschauer ihn mit einem Rekordergebnis zum Sieger gekürt. Deutschland hat den Superstar gesucht und gefunden wurde ein Gebäudereiniger aus Czernitz bei Leipzig. Dort lebt er mit seiner Zirkusfamilie im Wohnwagen. Ja, er liebt Schlager und er singt Schlager. Und er möchte unbedingt Mitglied in unserer Schlagerfamilie werden. Und er möchte heute Abend auch gemeinsam mit den ganz großen Stars singen. Zum Beispiel mit Ute Freudenberg. Hallo, Frau Freudenberg. Ich freue mich, dich endlich kennenlernen zu dürfen. Bei meiner Mutter lief deine CD öfter mal und da war ein Titel dabei, Jugendliebe. Und da habe ich meine Mama gefragt, ja, wer singt denn das? Ja, das ist die Ute Freudenberg. Ja, und der Titel gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt freue ich mich erstmal, dich kennenlernen zu dürfen. Und vielleicht wird's mit mir den Titel ja sogar mal singen. Würde mich auch freuen. Vielleicht, vielleicht. Also, er wird jetzt beim Schlagerzirkus Ute Freudenberg treffen und vielleicht darf er heute auch mit Ute Freudenberg singen. Aber jetzt begrüßen wir ihn erstmal mit seinem Hit. Seit 2013 hat es keinen Schlager mehr gegeben, der Platz 1 in den offiziellen deutschen Singlecharts erobert hat. Aber er hat es geschafft mit einem Song von Dieter Bohlen. Eine Nacht. Ja, und ich durfte ihn ja als Juror bei Deutschland sucht den Superstar ein bisschen besser kennenlernen. Und deshalb ahne ich, dass er jetzt ein bisschen Lampenfieber hat, wenn er zum ersten Mal hier im Schlagerzirkus vor den Schlagerstars auftreten wird. Deshalb drücken wir ihm natürlich ganz fest die Daumen für diese, ja, doch etwas besondere Premiere. Toi, toi, toi und herzlich willkommen, Ramon Roselli! Dich heute gesehen und ich dachte, mein Herz bleibt stehen. Ich hatte Gänsehaut, konnte einfach nicht weitergehen. Ich hab es immer geahnt, dass es mal passieren muss. Hab es mir ausgemacht, mit Alleinsein ist jetzt Schluss. Ich sag nur eine Nacht und einen Tag mit dir. Ja, wie schön wär das. Ich umarm die Welt. Das Leben macht mir Spaß. Wenn ich deine Augen sehe, weiß ich, dass ich dir vertrauen kann. Ich weiß, wir passen zusammen wie eine schöne Melodie. Herzen im Gleichgewicht, so wie jetzt war's noch nie. Ich sag nur,
Zirkus, Roman Roselli. Danke, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Lieber Roman, mal Hand aufs Herz. Wie groß war das Lampenfieber jetzt zum ersten Mal vor den Schlagerstars hier im Schlagerzirkus zu singen? Ja, also sehr groß, sehr groß, muss ich sagen. Also meine Hände schwitzig, ich bin total nervös gerade. Natürlich jetzt Ute Freudenberg, Anthony Ross, Andy Borg, Beatrice Egli, Florian Silbereisen. Ich habe größten Respekt und ich bin richtig stolz und glücklich, dass ich hier stehen sein darf. Ehrlich jetzt. Dankeschön. Wir freuen uns. Das wird ein spannender Abend werden. Und du hast ja vorhin schon verraten, wie sehr du Ute Freudenberg verehrst. Und vielleicht darfst du ja heute mit Ute singen. Aber jetzt darfst du auf jeden Fall mal die Frage an Ute Freudenberg stellen, die du ihr schon immer mal gerne stellen wolltest. Ja, also, meine Frage wäre, wie schaffst du es immer so zu strahlen? Also, wenn du auf der Bühne bist zum Beispiel. Wie funktioniert das? Ich bin ein Freudenberg. Nomen est omen. Ich habe einfach so viel Freude am Leben und ich bin so glücklich, diesen wunderbaren Beruf leben zu können und so herrliche Stunden wie mit euch hier verleben zu können. Deswegen ist das für mich, das kommt aus meinem Körper, aus meinem Herzen, aus meinem Bauch, aus meiner Seele. Ich habe Freude an dem, was ich tue und deswegen bin ich auch sehr oft so freudig. Ich danke euch. Liebe Ute, du hast ja deine Karriere auch so wie jetzt Roman bei einem Gesangswettbewerb gestartet. Aber inzwischen ist Ute Freudenberg seit über 4 Jahrzehnten unglaublich erfolgreich auf der Bühne. In anderthalb Jahren 50-jähriges Bühnenjubiläum. Wahnsinn. Und nach wie vor gewinnt diese Frau eine Umfrage nach der anderen als beliebteste Schlagersängerin aus allen MDR-Ländern. Zu Recht. Ja. Und liebe Ute, deshalb die Frage, wie schafft man das und vor allen Dingen, welchen Ratschlag kannst du Roman mit auf seine Reise geben? Du hast mich gefragt, wie man das schafft. Man muss immer an sich glauben und einfach immer weitermachen, egal wie tief die Tiefen sind. Und dir möchte ich den Rat geben, achte gut drauf, mit welchen Menschen du dich umgibst und höre wirklich nur auf die guten Berater. Vergiss nie deine Wurzeln und weiß einfach, du sollst wissen, was das für ein großes Glück ist, diesen Beruf leben zu können, wenn es dann so ist, dass du das schaffst. Und ich drücke dir dafür ganz doll die Daumen. Es ist mir eine sehr, sehr große Ehre, diese Ratschläge entgegenzunehmen. Sehr gerne. Dankeschön, wirklich. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Lieber Roman, du darfst heute mit Ute Freudenberg singen. Liebe Ute, jetzt möchten wir natürlich wissen, welchen Schlager, welchen Hit darf er denn gemeinsam mit dir singen? Na, ich glaube, er hat es ja vorhin so liebevoll anklingen lassen. Hat es auf der CD der Mutti gehört und ich glaube, das möchtest du auch, dass wir beide zusammen die Jugendliebe singen. Ah, würde mir sehr viel bedeuten. Also auf das dieses. Mache ich nicht mit jedem. Ja, das stimmt. Ja. Aber auf dieses Duett erfreut sich natürlich die ganze Schlagerfamilie. Und lieber Roman, diese Schlagerfamilie möchte ich dir natürlich heute noch ein bisschen besser vorstellen.